Hallo, hier sind wieder Norbert und Salome vom Stacking-Team von TV Trendfurt und wir möchten euch heute in Teil 3 die Königsdisziplinen erklären, die es im Sportstacking gibt. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gesehen habt oder noch nicht geübt habt, dann empfehle ich euch, das erstmal zu tun, denn der Cycle ist die Königsdisziplin im Sportstacking und sieht auch für den Anfang relativ kompliziert aus, ist aber das, was viele Stacker so als Standard machen, weil in diesem Cycle alles praktisch enthalten ist, was man im Stacking braucht oder in den Einzeldisziplinen braucht. Und wir zeigen euch mal, wie das Ganze aussieht. Das heißt, also, baut den zweiten Teil auf, und baut einen dritten und baut zu 3-6-3. Deswegen heißt das Ganze auch Cycle, weil man startet mit dieser Formation 3-6-3 und endet darin auch wieder. Jetzt habt ihr schon gesehen, das ist also ein komplexer Ablauf und da sagen also jetzt viele Leute, oh, viel zu kompliziert, lerne ich nie, kann ich nicht, fange ich gleich gar nicht an. Denen nochmal gesagt, guckt euch Teil 1 und 2 an. Dort kriegt ihr die einfachen und schnellen Disziplinen erklärt und könnt die üben. Und wenn ihr die könnt, dann lernt ihr auch ganz schnell den Cycle. Denn der Cycle besteht aus drei Teilen. Und die ersten beiden Teile haben wir im Prinzip in den ersten beiden Lektionen schon gelernt, speziell in der zweiten mit dem Sechser. Das heißt, wir bauen 3-6-3 auf. Immer dran denken, beide Hände rechts, links, immer abwechselnd. Und wir bauen das Ganze wieder ab. Und jetzt nehmen wir mit einer Hand, oder bauen den letzten Dreier hier mit einer Hand ab, nehmen diese drei Becher mit und bauen gleich mit diesen drei Bechern, wir haben die drei Becher schon in der rechten Hand, und bauen wieder mit der 3-2-1 Methode rechts, links, rechts, links, rechts den Sechser auf. Diesen Sechser bauen wir auf wie eben beim 3-6-3. Rechte Hand greift drei Becher, locker, linke Hand greift zwei Becher und wieder rechts, links, rechts, links, rechts. Dann bauen wir die beiden Sechser zu einem einzigen Turm. So, jetzt haben wir einen Turm stehen. Jetzt kommt das Einzige, was wir beim Cycle neu haben. Jetzt stellen wir zwei Becher raus, einen so rum, also unterschiedlich mit der Öffnung, nach oben, nach unten. Warum das so ist, weiß ich nicht, es ist so. Das ist also eine Regel, das heißt, die müssen tatsächlich so stehen. Welchen Becher ihr wie rumstellt, bleibt euch überlassen. Normalerweise ist es aber so, dass die meisten Rechtshänder den rechten Becher verkehrt rum, also mit der großen Öffnung nach oben stehen haben. So. Dann müssen wir einen Zehnerturm oder eine Zehnerpyramide bauen. Und das geht jetzt ähnlich wie beim Sechser, indem ich hier fünf Becher greife. Auch wieder so eine Übungssache, fünf Becher greifen, die locker einzeln auf dem Finger haben. Mit der linken Hand vier Becher, einer bleibt stehen. Und jetzt kennen wir das Ganze schon so ähnlich von der Sechserpyramide. Wir bauen auf, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand. Und jetzt, ganz wichtig, die linke in die Mitte. Denn sonst entsteht hier eine Lücke und diese Lücke kriegen wir später dann nicht mehr vernünftig gefüllt, ohne dass wir das Ganze wieder zusammenwerfen. Also links war zuletzt, rechts, links, rechts, links, rechts. So, jetzt haben wir die Zehnerpyramide stehen und jetzt müssen wir aus dieser Formation wieder auf das 3-6-3 zurück. Dazu greifen wir die beiden Becher außen. Man sieht schon, die Salome greift so rum. Ich greife normalerweise so rum, weil ich finde, das ist einfacher, Geschmackssache. Wir nehmen die Becher. Wir haben jetzt zwei Becher so in der Hand zum Abbauen. Ähnlich wie bei der Sechserpyramide bauen wir ja so ab, wenn wir die abbauen. Und jetzt bauen wir in einem großen X so und so ab. Und zwar folgendermaßen. Die rechte Hand baut die äußere Reihe ab. Und die linke Hand baut die mittlere Reihe sozusagen ab. Jetzt baue ich hier gar nicht, ich lasse hier gar nicht erst los, sondern behalte hier einen Becher in der Hand. Mit der rechten Hand nehme ich alle,
Der eine baut die restlichen zwei ab, alle anderen kommen in die Mitte und wir haben wieder 3, 6, 3 stehen. Also nochmal das 1, 10, 1, das ist das Neue. Zwei Becher raus aus, der kompletten, aus dem kompletten Stapel. 5 greifen, 4 greifen, rechts, links, rechts, links in die Mitte, rechts, links, rechts, links, rechts. Wir greifen die Becher. Hier, einer, alle, der eine baut die Reste dazu ab und alle in die Mitte. Und wir haben es wieder stehen. So, das Ganze nochmal langsam zum Mitgucken, eventuell zum Mitüben, im Gesamtablauf. Das heißt, wir bauen 1, 3, 6, 3 auf, bauen es wieder ab. Nehmen die 3 hier mit rüber, bauen 2 Sechser auf, bauen 1 ab von dem einen Stapel, stellen von dem einen Stapel 2 Becher raus, 5 Becher, 4 Becher, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts und abbau. Okay? Also, das heißt, man schafft es schon auch, wenn man es ein kleines bisschen übt und wenn man ein kleines bisschen mehr übt, dann kann man auch so schnell werden wie die Salome. Die zeigt euch das jetzt mal, ich das sehen kann. Und dieses Ratsch-Ratsch ist das typische Geräusch, das man oft hört, wenn man in eine Turnierhalle geht. Das waren das eben 10 Sekunden. Okay, glatt sogar, gell? Ja. Okay, wenn ihr an die 10 Sekunden rankommen wollt, müsst ihr schon eine ganz schöne Weile üben. Ich schaffe die 10 Sekunden glatt noch nicht ganz. Wenn bei mir eine 10 vorne steht, bin ich schon sehr zufrieden. Eine 9 war noch nie vorne. Bei der Salome schon. Die schafft es schneller, die muss es auch schneller schaffen in ihrer Altersklasse. Ansonsten übt, wenn ihr am Anfang... ja, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 25 Sekunden seid, ist schon mal okay, aber ihr schafft es auch unter 20 Sekunden und ihr werdet sehen, das ist eine Sache, wo ihr große Fortschritte machen werdet, wenn ihr fleißig übt. So viel zum Seitel. In der nächsten Folge zeigen wir euch ein paar Variationen, was man auch so alles mit den Stacking-Bechern machen kann. Bis dann, tschüss!